Hallo liebe Gadget-Freunde, ich bin der Mike von gadgetwelt.de und ich habe euch was mitgebracht. Und zwar zum einen heute den Induktionslader und die passende Antenne. Die Antennen, die kosten in Deutschland ungefähr 15 Euro. In China zahlt ihr 5 und der Lader kostet einen Zehner. Die kriegt man mittlerweile ja auch in Deutschland schon wesentlich günstiger, aber für 10 Euro noch nicht. Von daher hat sich beides absolut gelohnt. Induktionsladung. Viele werden es kennen, wer es nicht kennt, das ist quasi die Stromübertragung ohne Kabel. Diese Antenne, die wird im Smartphone unter den Akkudeckel montiert, wobei montiert ein bisschen übertrieben ist. Man legt es einfach ein und diese zwei Kontakte hier werden halt einfach aufgedrückt am Smartphone und das war's. Mit dem doppelseitigen Klebeband kriegt das Ganze einen passenden Halt. Das fällt auch unter dem Akkudeckel nicht großartig auf. Das heißt, das Design leidet nicht. Wenn man weiß, dass eine Antenne drunter ist und man guckt schräg über das Smartphone, also beim Samsung S4, wird man eine minimale, ich will gar nicht von einer Ausbeulung sprechen. Man merkt halt einen minimalen Unterschied in der Form, aber wirklich nur, wenn man es weiß. Der Deckel schließt komplett vernünftig, wie man sich das wünscht. Ist die Antenne auf dem Lader drauf, fließt der Strom. Das heißt, euer Smartphone wird geladen und nehmt das weg. Dann hört auch die Ladung auf. Also eine ganz simple Geschichte eigentlich. Man kennt es von elektrischen Zahnbürsten, die man auch ohne Stecker einfach in die Station reinstellt und plötzlich laden sie. Das ist halt Induktionsladung. Der Preis ist eine Bombe, also bezüglich der Antenne auf jeden Fall. Da seid ihr mit 5 Euro dabei. Das ist einfach spitze. Und der Lader, ja, da ist ein geringer Sparnis von irgendwas zwischen 5 und 15 Euro möglich. Ist auch in Ordnung, sparen ist immer gut. Dieses und viele weitere Gadgets findet ihr auf gadgetwelt.de und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ich danke euch, tschüss!